Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Was für eine tolle Leistung unserer Mannschaft heute im Spitzenspiel. Unsere Jungs gewinnen gegen Regensburg mit 6:1 und ich bitte Sie heute um einen Sonderapplaus für unsere Mannschaft. Jetzt darf ich, das hat mir der Dietmar aufgetragen, einen besonderen Gast noch begrüßen, und zwar den Ralf Hanschke, Ex-Nationalspieler und jetzt Manager von unserem Kooperationspartner von den Lausitzer Füchsen, Weißwasser. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Jetzt kommen wir zur Begrüßung der Trainer und der Spieler. Begrüßen Sie mit mir den Trainer aus Regensburg, Doug Irvine, sehr naher Bekannter. Großer Applaus. Unser Trainer Sergei Wassmiller. Und jetzt bitte für die Spieler wie immer Riesenapplaus. Christopher Kasten, unser Verteidiger und Torschütze. Das 0:5 nach dem ersten Drittel. Wie konnte das passieren? Ja, erstmal einen guten Abend. Also von unserer Seite gibt es nicht viel zu sagen. Also die Bayreuther waren wirklich stark im ersten Drittel. Wir haben überhaupt keine Chance gehabt. Wir können froh sein, dass das nur 5:0 war. Wir haben unser Spiel ein bisschen gefunden im zweiten Drittel, aber das Spiel ist eigentlich gelaufen. Wir mussten für Sonntag spielen. Natürlich fehlen Leute bei uns, aber das ist keine Entschuldigung. Die Tore sind zu schnell gegangen. Die Bayreuther waren immer einen Schritt schneller, die waren kampfstark und wir waren wirklich nicht bereit. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und wir waren wirklich kein Gegner für Bayreuth im ersten Drittel. Danke. Haben Sie schon jemals so früh eine Auszeit genommen? Was haben Sie der Mannschaft dann gesagt nach 7-8 Minuten? 3:0 Rückstand. Ja, das Spiel dauert 6 Minuten. Ich habe gehofft auf eine Reaktion von der gesamten Mannschaft. Das ist auch nicht gekommen. Also die Bayreuther waren überragend im ersten Drittel und wir sind gestanden wie Pylonen auf dem Eis und wir waren nicht laufbereit und wirklich nicht kämpferisch stark genug. Da war keine Gegenstand. Also wirklich, ich war enttäuscht, aber das ist nicht einfach momentan mit den Kader, was wir haben. Ich spiele heute mit zwei 16-jährigen Verteidiger und das ist für denen eine gute Erfahrung. Die waren wirklich nicht schlecht. Aber von anderen Leuten muss natürlich mehr kommen, wenn ein Barry Noe fällt dann, oder vorne Luke Oakley, dann muss mehr kommen von anderen Leuten. Und wir sind gut bedient mit 6-1. Also das war das Ergebnis, das sagt alles und das hätte höher sein können in den ersten 20 Minuten. Sage, Wahnsinn, was unsere Mannschaft im ersten Drittel gespielt hat. Besser geht's kaum mehr, wenn man das erste Drittel. Ja, hallo, guten Abend. Ich finde, das ist nicht nur erste Drittel, also gesamte Saison, besonders zu Hause. Wir haben noch kein Spiel verloren. Das muss man sehen als erster. So. So, fangen wir an. Also ich kann nur anschließen zum Tag, also erster Drittel, so was ich mich wirklich immer vorstellen, so aggressiver Vorchecken zu spielen, Laufbereitschaft, alles war da, Zug zum Tor, wirklich die schöne Tore ausgespielt worden, also und nach diesem sehr ordentlichen ersten Drittel zu Hause, wirklich das Spiel ist gelaufen und ganz wichtig, dass es in Eishockey Fokus und Spannung war weg und dann entsprechend das gut war, dass die Jungs zweiter und letzter Drittel ordentlich seine verteidigt, die Römer, und eng gemacht und er hat versucht nur auf 0 zu spielen. Und ganz wichtig war, dass er zum Schluss nach diesem Tor, was wir kassiert haben, schnelle Reaktion gezeigt, sofort noch Gang eingeschaltet und dann auf 6. Tor. Aber wie gesagt, ich kann nur mehr anschließen, nach 1. Drittel war das Spiel gelaufen. Hut ab, gute Arbeit und jetzt müssen wir vorbereiten für das nächste Spiel und das ist ein schwieriges Spiel. Wahnsinnig eine lange Reise, aber müssen wir durch und schauen wir mal, was in Freiburg auf die Beine stehen können. Dankeschön. Bevor wir auf Freiburg schauen, noch eine Anmerkung, was mir sehr positiv heute aufgefallen ist. Die Mannschaft hat sehr gut aufgepasst bei Abrallern, sehr gute Arbeit im Slot.
Ja, das ist ein gesamter Paket, heißt der Zug zum Tor. Das machst du Traffic vom Tor, da arbeitest du vom Tor, da versuchst du jeder Nachschub zu arbeiten. Und das ist, gehst du dahin, wo es dir weh tut. Und das ist, heißt alles, wir waren gut motiviert und gut zum Tor gegangen. Christopher, bei euch hat man gemerkt, richtig heiß gewesen heute und selber auch Torschütze gewesen. Tolle Leistung heute. Ja. Servus erstmal. Wer die Tore macht, ist am Ende ja nicht so entscheidend. Hauptsache, wir gewinnen am Ende und bleiben zu Hause so gut wie möglich ungeschlagen, so lange wie möglich natürlich. Und mehr kann ich gar nicht hinzufügen, wie war im ersten Drittel eine starke Leistung. Wie bist du bislang mit deiner Saison zufrieden? Kann immer besser sein. Mit den Strafzeiten, was Sergi gerade sagt, einer muss es ja sein. Ne? Ansonsten läuft es aber ganz gut. Also, ich wollte eigentlich nachfragen bei den Strafzeiten, aber das tue ich nicht, weil das Sergi hat es jetzt schon genügend angesprochen. Wollen wir es mal dabei bewenden lassen. Haben Sie noch Fragen an unsere Gäste hier vorne oder gibt es von der Presse noch Fragen? Keine? Jörg heute nicht dabei. Ja, ist heute nicht da. Ja, der würde ja bestimmt eine. Aber heute hat er, glaube ich, nichts auszusetzen. So, dann machen wir die letzte Runde. Christopher, das Spiel gegen Freiburg ist auch mal ein Vorteil, wenn man nicht als Favorit ins Spiel geht, weil das ist man eigentlich nicht gegen Freiburg. Ja, ich muss sagen, normalerweise in Freiburg haben wir bisher eine unserer besten Leistungen abgerufen, obwohl wir nur 2-1 gewonnen haben, aber da standen wir defensiv einfach mega stark, obwohl es auswärts war. War ziemlich früh in der Saison, aber ich glaube, wir können daran anknüpfen nach heute und sieht auf jeden Fall positiv aus. Wir gehen natürlich mit 100% rein und schauen wir mal, was auf uns zukommt. Wie sieht jetzt Ihre Aufbauarbeit für das nächste Spiel gegen selbes, ja auch ein schweres Spiel aus? Ist gar nicht so einfach wahrscheinlich, die Mannschaft jetzt aus dem Tief rauszuholen. Ja, das ist das erste Mal die ganze Saison, dass wir zweimal in Folge verloren haben. Wir haben eine gute Mannschaft, aber wir müssen das schnell wegstecken. Sonntag vor einer vollen Hütte wieder eine gute Leistung bringen. Also das erwarte ich, eine Reaktion von der gesamten Mannschaft. Anderes nicht. Bei uns würde ich sagen, ganz schwer. Ich glaube, die Leute in Bayreuth wären nichts dagegen, oder? Wenn wir so. Ja, wir haben nichts dagegen. Oder sage ich aber nichts dagegen, oder? Wenn die gewinnen. Ja, also klar, also, wie gesagt, wenn der Duck zu Hause Gas gibt, dann gewinnt das auch. Letzte Chance für Fragen. Ansonsten lassen wir es dabei bewenden. Duck? Das wollte ich Ihnen noch mal sagen, Sie genießen hier großes Ansehen in Bayreuth und es gibt überhaupt keinen Grund, den Kopf heute hängen zu lassen, sowas passiert. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und Sie sind ein guter Trainer, haben wahnsinnig viel gemacht aus Regensburg und auch schon gegen Klostersee letztes Jahr uns ganz viele Probleme bereitet. Also nochmal Applaus, es geht bestimmt jetzt in der nächsten Zeit aufwärts mit Regensburg. Meine Gäste, bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch viel Spaß. Danke.